Das ist natürlich toll. Wie war Ich die kann mich noch DDR? nähern. Ah, so. Das ist eine Frage, auf die man ganz, ganz schwer antworten kann. Aber ich weiß, dass es ja verschiedene Antworten inzwischen gibt. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, da war alles gut. Und es gibt andere Leute, die sagen, da war alles ganz schlecht. Und ich denke, das kann man so nicht machen. Es gab in dieser Zeit Gutes und es gab in dieser Zeit Schlechtes. Und ganz offensichtlich war das Schlechte so schlimm, dass 1989 die Menschen das nicht mehr so wollten. Also ein Großteil der Menschen in der DDR gesagt haben, Schluss, das wollen wir nicht mehr. Was ganz wichtig ist, wir wussten nicht so ganz genau, was wir stattdessen wollen. Das ist erstmal meine Antwort. Jetzt müsstet ihr genauer fragen, was ihr wissen wollt. Also, wie waren die Autos so in der DDR? Also konnten die genauso schnell sein wie unsere Autos heutzutage? Nein. Nein. Der Arvid hat ja vorhin schon gesagt, es gab vor allem Trabis. Dann gab es noch, auch in der DDR hergestellt, den Wartburg. Ein paar andere Autos. Die hätten vielleicht auch schnell sein können. Unsere Forscher waren auch in der Lage, sowas zu entwickeln. Aber es gab dann die Teile nicht dafür, um das zu bauen. Und ich denke, das war auch gar nicht gewollt, dass so viele Leute ein Auto haben. Es gab also nur sehr wenige. Ich glaube, es war jede zehnte Familie, die ein Auto hatte. Und man musste unglaublich lange darauf warten, bis man eins bekam, so etwa 20 Jahre. Und das Auto war eben dann die Pappe, wie die Leute in der DDR gesagt haben, der Trabant. Also ich zum Beispiel hatte kein Auto. Jetzt haben meine Interviewer den Mund voll. Das stimmt. Die hat uns nämlich zu Kuchen Da ist ja und noch Tee jemand. eingeladen. Wie war also die Mode sozusagen, also die Kleidung? Interessante Frage. Wenn ihr jetzt in Gedanken durch Straßen in der DDR, also hier in Dresden zum Beispiel, laufen würdet, wäret ihr wahrscheinlich überrascht, dass es weniger bunt ist. Es gab sehr viel mehr Kleidung in, ich sag mal, gedeckten Farben, also braun, grau, schwarz. Es gab wenig wirklich Farbtupfer. Es war sehr einheitlich. Es gab also sehr wenig Unterschiedliches zu kaufen. Aber die meisten DDR-Frauen waren da sehr erfinderisch. Fast, ich würde sagen, jede zweite hatte eine Nähmaschine und benutzte die auch. Nicht nur, um Hosen kürzer zu machen oder Gardinen zu nähen, sondern um Kleidung selber anzufertigen. Denn wir wollten natürlich nicht alle genau dasselbe an Kleidung haben und vieles passte dann auch nicht oder gefiel uns nicht und wir haben sehr, sehr viel genäht. Ich habe also für Mathis Mama, was ja mein ältestes Kind ist, ich würde sagen, die Hälfte der Bekleidung komplett selber genäht. Und das war dann aber auch immer ein Hingucker. Und wir haben uns ausgetauscht dazu. Nachdem ich für Juliane die Kleidung für die Schuleinführung genäht hatte, hat meine Kollegin und Freundin dann gesagt, oh, nächstes Jahr hat meine Tochter Schuleinführung, nächste für die auch was, aber nicht genau dasselbe. Ja, und dann habe ich wieder Stoff gekauft und dann nochmal was Neues genäht. Das tue ich heute nicht mehr, weil sich es aus meiner Sicht nicht mehr lohnt. Ich kann alles Mögliche kaufen. Aber wir haben damals eben viel selber gemacht und das hat auch Freude gemacht und Stolz gemacht, wenn man das selber gemacht hat. Das kennst du ja, ne? Oh Mist. Ist Ich aber weiß immer nicht, noch ob das nett. alles aufgenommen Ja, manche machen das mit Absicht. Tunken. Keine warten aber, bis er wiederkommt. Wie war das dann so mit dem Mauerfall? Machen wir ja einen großen Sprung. Wie war das denn so mit dem Mauerfall? Also umgefallen ist sie eigentlich nicht. Sie ist umgeworfen worden, das wäre korrekter der Ausdruck.
Das ist aber eine ganz, ganz lange und schwierige Geschichte. Ganz konkret kam der Mauerfall zustande, oder müsste man erstmal überlegen, warum gab es da eine Mauer? Das weiß ich sogar nicht, was das wurde gemacht. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber irgendwie sollten die Leute nicht von dem Osten in den Westen reisen dürfen. Ja. Mhm. Na, da weißt du doch den Grund. Mhm. Ja, aber warum nicht? Mhm. Damit kommen wir der eigentlichen Sache schon sehr viel näher. Ja, warum durften die das eben nicht? Mhm. Warum durften wir das nicht? Das haben wir uns auch jeden Tag gefragt. Warum dürfen wir das nicht? Ich denke, das war einer der wichtigsten Gründe, warum diese DDR, warum es die heute nicht mehr gibt. Weil wir zu Recht das Gefühl hatten, dass man uns nicht vertraut. Ne, wenn die Mama dich nicht auf den Spielplatz gehen lässt, dann würdest du auch irgendwann denken, na, die denkt, ich komme nicht zurück. Oder ich kann mich da nicht benehmen. Und dieses Gefühl ist ähnlich dem, was wir alle miteinander, erwachsene Menschen, hatten. Menschen, die eigentlich diese DDR wollten, so wie sie ist. Ich als Lehrerin. Aber man hat mir nicht vertraut, dass ich zurückkomme, wenn ich mir das andere System angucke. Aber ich denke, darüber müsste man auch mal reden. Was heißt das überhaupt, DDR und Staatssystem? Jetzt bin ich mal Interviewer. Darf ich das? Nicht so gut? Was ist denn das eigentlich, ein Staat und Ost und West? Na, Osten und Westen, das sind die Richtungen, die Himmelsrichtungen. Erstmal sind das Himmelsrichtungen. Und ein Staat ist halt ein großes Gebiet. Ein großes Gebiet, wo überall dieselben Regeln gelten. Mhm. Ja. Okay. Ja, mit den Ost und West, das siehst du, das ist natürlich nicht ganz so gemeint, wenn man von der Mauer oder dem Mauerfall spricht. Da ist die Bezeichnung Ost und West die Bezeichnung für unterschiedliche Staatssysteme oder auch anders gesagt für die Art und Weise, wie regiert wird und wie die Bürger in ihrem Land leben. Das hat was mit Weltanschauung zu tun. Und Weltanschauung oder auch politische Einstellung, das heißt, was meine ich denn, was meint mein Nachbar, wie man leben sollte, was sind Ziele im Leben, was sind Werte im Leben. Es ist also das Wichtigste, so viel wie möglich Geld zu haben, um sich diese Wünsche alle zu erfüllen. Ist es Glück in der Familie? Ist es die Frage, gut miteinander zu leben? Oder bedeutet, ist das Ziel unseres Zusammenlebens, dass sich die Völker auch untereinander verstehen, es keine Kriege mehr gibt? Das sind alles Fragen der Weltanschauung. Ne? Und dieses Wort Weltanschauung wurde in der DDR vom Staat her, von der Regierung her sehr häufig verwendet. Was stecken denn da für Wörter drin? Weltanschauung. Ja, ich mache auch ein bisschen mit beim Interview. Du meinst, wegen jetzt die Deutschwörter zusammengesetztes Substantiv? Ne, welche Wörter stecken drin? Welt und Anschauung. Ah ja? Und was heißt ein Anschauen? Na, Anschauen heißt, wenn man jetzt denkt, anschauen. Wow, das sieht aber toll aus. Aber ich kann auch denken, es sieht nicht toll aus. Ich schaue es mir trotzdem kurz an, damit ich mal weiß, ob es toll aussieht oder nicht. Stimmt, also Welt anschauen heißt die Welt sich anschauen. Nein. Na doch, die Welt, die sich die Welt anschauen. Wie kann man das, wenn man eine Mauer drumherum ist, sich andere Teile der Welt anschauen? So. Kann man nicht, ne? Ja. Und das war eines der Hauptprobleme. Aber die Mauer, das war doch dieses Ding, was einfach nur sowas hier ist. Ja, konnte man aber nicht drüber springen, Mathis. Ja, aber außenrum waren da noch Zäune oder sowas. Okay, die eigentliche Mauer stand in Berlin. Das weiß ich. Steht noch so als Reste in Berlin. Und der übrige Teil der Grenze sah anders aus. War also nicht überall Mauer, war aber genauso Grenze bewacht. Es gab so gut wie keine Chance, rauszukommen. Hm. Rein wollte über diese Grenze im Prinzip niemand. Aber raus.
Und ich denke, die meisten wären auch zurückgekommen. Auch das hat uns dieser Staat die Entscheidung abgenommen. Überhaupt wurden uns in der DDR ganz, ganz, ganz viele Entscheidungen abgenommen. Na, dann beenden wir das jetzt mal mit der Mauer. Da hätte ich noch eine Frage zu dem Essen. Also wie früher, ob das da vielfältig war wie heute oder wie die Leute gekocht haben, ob die das toll zubereitet haben oder immer nur gesagt haben, so jetzt einmal das Essen für den Gast, hier die Zutat rein und die und jetzt ist es fertig. Okay. Ich sehe zwar nichts im Zusammenhang zur Mauer, aber... Okay. Oh, ich hatte gesagt, dass mit der Mauer ist beendet. Ach so, Entschuldigung. Das ist dann mein schlechtes Hören. Essen in der DDR. Also bei dem, was du gesagt hast, waren, glaube ich, so verschiedene Aspekte dabei. Wir haben ja auch nicht jeden Tag in der Gaststätte gegessen und das machst du heute auch nicht. In der Gaststätte hatte ich sehr häufig das Gefühl, dass der Gast stört. Genauso wie im Geschäft, wenn er was einkaufen möchte. Der Kunde war sehr störend. Das heißt, die wollten am liebsten ihre Ruhe haben. Sie hatten nicht viel Interesse, gut zu verkaufen, gut zu kochen. Woran lag das? Vor allem daran, dass sie alle so ziemlich das gleiche Geld bekamen, ob sie nun gut waren oder schlecht. Also in der Gaststätte Essen war zwar sehr, sehr preiswert. Ich konnte also mit 3 Kindern durchaus jede Woche einmal in der Gaststätte essen. Es war, naja, hier könnte man fast sagen, billig. Zumindest preiswert. Ja, und dann haben wir zu Hause gekocht. Und wir hatten natürlich viel, viel weniger Zutaten. Vor allem, wenn man an Gemüse denkt. Also ich könnte das an den Fingern meiner beiden Hände abzählen, was es als Gemüse gab. Und auch dort wieder ähnlich wie bei der Bekleidung. Ja, wir haben Ideen gehabt. Also es gab, ich habe ja immer sehr, sehr gerne gekocht und hatte sehr, sehr viele Rezepte, wo Zutaten dabei waren, die ich hier gar nicht bekommen konnte. Und dann haben wir flott erfunden, haben erfunden. Es gab wirklich auch verschiedene Gewürze, wo wir dann gedacht haben, na, das machen wir einfach anders, wir versuchen da mal was Neues und waren auch da erfinderisch. Also ich denke nicht. Ja, dir hätte es wahrscheinlich besser geschmeckt. Wenig Gemüse ist für dich eine tolle Sache. Aber ich denke nicht, dass das Essen eintöniger war. Aber wenn du in das Geschäft gegangen bist, also gerade ein Lebensmittelladen oder ein Gemüse, Obst- und Gemüsehandlung, dann hättest du dich schon gewundert, hättest gedacht, was alles ausverkauft oder gerade zumachen. Also außer Kartoffel, Weißkohl, Rotkohl, Äpfel, Zwiebeln, war da nicht viel mehr Möhren. Mhm. Und natürlich, das war für viele Leute auch ein Grund. Man konnte ja sehen, in anderen Ländern, und da kommen wir wieder auf das westliche System, was wir noch gar nicht geklärt haben, in anderen Ländern gab es eben sehr, sehr viel mehr Auswahl zu kaufen. Das war für viele auch wichtig, für andere weniger, für mich weniger. Für mich war es die Frage, reisen dürfen und Vertrauen, das Vertrauen des Staates zu mir empfinden. Ja, Ost und West, du hast gesagt, sind Himmelsrichtungen. Im politischen Sinne ist es was anderes. Da sind es eben die grundsätzlichen Fragen, wie wird regiert? Haben die Menschen Mitspracherechte, die in dem Land leben? Haben sie die scheinbar, so wie es in der DDR war? Es gab ja auch Wahlen, die aber eigentlich nur Abstimmungen waren. Oder ist es solch eine Diktatur, wo man das gleich sieht, dass es überhaupt keine Mitbestimmung gibt? Und wenn, Mathis, du warst ja ganz oft schon mit auf Demos, ne, auf Demonstrationen, größeren oder kleineren. Und wenn ich daran denke, demonstrieren heißt ja
immer seine Meinung äußern und man geht meistens nicht auf die Straße, wenn man genau die gleiche Meinung hat wie der Staat, sondern es meistens ist also irgendetwas, was einen stört, was man gerne ändern möchte. Das wäre bis zum Herbst 1989, bis zum Beginn der Öffnung der Grenzen und der Mauer, das wäre unglaublich gefährlich gewesen. Also schon 10 oder 15 Leute, die zusammen irgendwo standen, wurden als illegale, also nicht erlaubte Zusammenrottung bezeichnet und mussten damit rechnen, verhaftet zu werden. Also einfach nur, wenn die einfach nur zu 10 in der Gruppe... Ja, also natürlich nicht eine Schulklasse, die durfte zusammen auch mal über die Straße gehen. Aber wenn 10 Erwachsene standen und miteinander diskutierten, dann war das für den Staat, empfand der Staat das schon als Gefahr. Und 89 ab Anfang Oktober sind wir dann mit 100.000 Menschen oder hier in Dresden mit 200.000, also fast die Hälfte der Einwohner, sind demonstrieren gegangen. Und das war natürlich, empfand der Staat zu Recht als Gefahr, aber da war es zu spät. Das hatte doch der NDK vorhin erzählt, dass die auf der Straße getanzt haben und dann waren immer mehrere Leute und die mussten auch immer damit rechnen, dass sie verhaftet werden. In der Neustadt kenne ich das auch, Street Dancing. Das war eine Kultur, die nicht vom Staat organisiert wurde und wurde sofort als Gefahr angesehen. Mhm. Obwohl es ganz friedlich war und die Leute einfach nur Spaß haben wollten. Oder auch Rockkonzerte oder so. Ne? Die wurden beobachtet, da wurde alles aufgeschrieben, wer da anreiste. Wie die angezogen waren. Mathis, das kannst du dir wahrscheinlich auch nicht vorstellen. Ich hatte Jeans aus dem Westen. Das heißt, ja, auch von der Himmelsrichtung Westen, aber eben aus dem, es gab ja noch einen zweiten deutschen Staat, der größere, für uns der zweite, der sich aber als der erste sah. Und in diesem Land gab es eben alles zu kaufen. Und eben auch die heiß begehrten Jeans, die wir unbedingt haben wollten, ja. Und ich hatte solche Jeans und da war natürlich hinten auch der Aufnäher drauf, Wrangler. Dann wurde ich von meinem Lehrer zur Seite genommen und er hat gesagt, das geht's nicht, dieses Zeichen, du kannst die Jeans anbehalten, aber das Zeichen muss abgetrennt werden. Keine Werbung für eine westliche Marke. Und wie sind die Jeans hierher gekommen? Wir hatten doch alle Verwandte. Also von 10 DDR-Familien hatten 8 oder 9 Verwandtschaft im Westen. Pakete. Oder Oma und Opa. Oma und Opa durften ja reisen. Wer nicht mehr arbeiten gehen konnte, war ein bisschen wertloser in dieser Gesellschaft. Der durfte auch wegbleiben und die Rente sich von dem anderen Staat geben lassen. Aber das war eben auch eine ganz wichtige Sache. Wenn du Bürger eines Landes bist, hast du ja deinen Ausweis und da steht drin, du bist Bürger dieses Landes. Du stehst unter diesen Gesetzen, aber auch unter dem Schutz dieser Regierung. Ja? Und wenn du als DDR-Bürger in die Bundesrepublik, in den anderen deutschen Staat gegangen bist, gefahren bist, reisen konntest, konntest du deinen Ausweis umtauschen lassen und warst sofort Bundesbürger, also nicht mehr DDR-Bürger. Das heißt, man hatte zu Recht Angst, dass viele nicht wiederkommen. Die sagen, oh, hier ist alles sehr viel bunter, hier kann ich mir ein tolles Auto kaufen, hier kann ich reisen. Und das waren auch politische Fragen, die natürlich eine Rolle spielten. Mein Papa kommt ja aus dem Westen und er darf deswegen auch nicht wählen hier. Er dürfte schon. Nee, der hat gesagt, er darf. Ja, weil er nicht weil er aus dem Westen ist, sondern weil er einen amerikanischen Pass hat. Ja. Das ist wieder was anderes. Na gut, gehört auch mit zum Westen, aber es ist nicht die Bundesrepublik. Und wenn er wollte, dürfte er wählen. Er brauchte bloß sagen, so, ich lebe hier in Deutschland und möchte hier Bürger werden. Ja. Eure Fragen erschöpft? Oder war es zu viel auf einmal? Ja, nochmal zurück zum Mode. Hier sind die Rollen klar verteilt. Ja, Autos, Mode. Genau. Die haben ja
jetzt alle so genähten, so viele und woher kam der Stoff? Oder wer hat sie sozusagen produziert? Das ist eine, auch eine gute Frage. Also es gab Stoff zu kaufen, aber auch nicht so, so viel unterschiedlichen, wie wir es gerne gehabt hätten. Wir haben Fahnenstoffe genommen oder was ähnliches. Wenn es weiß war oder es gab so Vorhangstoff, Nessel hieß das, das war so Naturfarben, so beige. Und das haben wir gefärbt. Wir haben unsere Waschmaschinen uns versaut, weil wir da die Farbe reingekippt haben. Wir haben zum Beispiel unglaublich viel aus Windeln gemacht. Sommerkleider, Sommerblusen, Windelstoff. Wenn es ging, die frischen. Und das haben wir dann, und das haben wir dann gefärbt und genäht. Oder erst genäht und dann gefärbt. Also auch da waren wir erfinderisch. Mhm. Oder wir haben triste alte einfarbige Pullover kreuz und quer durchgeschnitten und neu zusammengesetzt. Gibt es heute eine Firma, die verdient damit unglaublich Geld. Wie heißen die? Desigual. Genau, die meine ich. Das ist ja dasselbe Prinzip, ne? Mal auseinanderschneiden, anders zusammensetzen. Das ist dann industrialisiert worden. Also auch damit kannst du ja Effekte erzielen, ne? Aber schneidest hier die Ärmel raus, setzt sie woanders dran. Ich habe noch was. Mhm. Wie war das mit den Partys und der Musik und dem Ganzen? Ob das da schon so richtig Konzerte oder so oder so richtig so viel Musik gab wie heute? Matthias, wir waren ja auch mal ganz, ganz junge Leute und niemand auf der Welt kann jungen Leuten Partys und Konzerte verbieten und wild und ausgelassen zu sein. Und ich denke, das muss ich auch mal ganz deutlich sagen, wir waren glücklich. Wir haben ja nie den Gedanken gehabt, das ist jetzt bloß mal, wie lange dauerte denn das Ganze so, DDR? Das weiß ich nicht. Ungefähr? Was habt ihr für eine Vorstellung? Naja, vielleicht 30 Jahre. Bist du nahe dran? 40 waren es. 40 Jahre. Das haben wir ja nie gewusst. Jahre wir haben gedacht, das ist so und das bleibt so und haben uns irgendwie darauf eingestellt. Und natürlich haben wir Rockmusik gehört. Es gab einen sogenannten, du würdest wahrscheinlich wieder fragen, woher hattet ihr das denn? Ne? Internet gab es ja nicht. Schallplatten waren die Tonträger für unsere Musik. Die wurden getauscht. Einer hatte sie geschickt bekommen von einem Verwandten und die wurden, also die gingen mindestens durch 20, 30 Familien. Da hatte man dann schon Angst, dass die Rillen ganz tief werden und man es irgendwann nicht mehr hören kann. Plattentauschringe. Ich weiß, ich habe meinem Ehemann extra aus alten Jeans, die habe ich auseinandergetrennt, neu zusammengesetzt, eine Tasche genäht, eine Jeanstasche also, wo genau Schallplatten reingingen, ne? Damit er die nicht irgendwie im Plastikbeutel umhertragen musste. Und auch in diesen Plattentauschringen waren Leute von der Staatssicherheit, also von diesem Überwachungsapparat, der die Bürger überwachte, drin. Immer. Weil sie genau wussten, damit kommen sie an Leute ran, die in der Opposition sind. Was das ist? Opposition? Du vielleicht schon? Also in der Opposition sein heißt prinzipiell erstmal gegen etwas sein. Ne? Nicht mitmachen wollen, nicht das Gleiche sagen und tun wie alle anderen. Und das gab es natürlich in der DDR, ne? Opposition. Und die lernten sich oft kennen bei solchen Konzerten oder eben in den Plattentauschringen oder. Die Frage ohne Arm oder M? Die Frage ohne Arm oder M. Mathis, alles, was nicht zum Interview gehört, wird aber mitgehört. Ich weiß. Lassen, Mathis. Also. Wie war das mit dem, was waren die ersten Süßigkeiten, die es gab? Das weiß ich nicht, ich war ja nicht von Anfang an dabei. Wichtig ist natürlich zu wissen, dass die DDR gegründet wurde unmittelbar nach einem unglaublich verheerenden Krieg.
der deshalb den Namen Weltkrieg bekommen hat und schon der zweite war. Mhm. Das heißt, es gab am Anfang nichts in Richtung Süßigkeiten. Die Leute waren froh, wenn sie nicht verhungert sind. Ach so. Und das war fast in ganz Europa so. Es, okay. war ja alles kaputt. Die Fabriken waren kaputt, auf den Feldern lagen Granatsplitter. Es ging ums nackte Überleben. Das habe ich so nicht miterlebt. Ich bin erst 10 Jahre später geboren. Als ich Kind war, gab es schon Süßigkeiten. Was waren das für Sachen? Gummi. Was waren das für Sachen? Gab es schon Gummibärchen? Auf den Packungen steht immer, das gibt es schon seit... Seit 1900 irgendwas steht da immer. Und was meint ihr, kommen die aus dem Osten oder aus dem Westen? Na ja, aus dem Osten, nee, glaube ich. Eben nicht. Naja, da steht immer original seit 1900, ja, die letzte Zahl weiß ich nicht. Das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch. Nur, dass es die eben nicht in der DDR gab. Aber es gab auch sowas Ähnliches wie Gummibärchen. Ich bin da nicht der richtige Interviewpartner. Ich bin nicht so auf Süßigkeiten ausgewiesen. Ja, es gab Schokolade. Es gab natürlich nicht 125 Mega. Sorten, sondern es gab vielleicht 4 oder 5 Sorten. Aber es gab Schokolade. Und es gab auch so viel, dass sie uns am Ende eingeteilt wurde. Aber vielleicht noch was anderes, das ist mir vorhin eingefallen. Weihnachten und Südfrüchte, Weihnachten und Weihnachtsleckereien. Als ihr noch ein bisschen kleiner wart, jetzt vielleicht nicht mehr so, habt ihr bestimmt jedes Jahr zu Weihnachten mindestens einen Schokoladenweihnachtsmann bekommen, oder? Kannst du dich erinnern? Jetzt vielleicht nicht mehr so. Gehört irgendwie dazu, ne? Diese geformten Figuren. Ich kriege jetzt immer noch ganz viel Schokolade zu Weihnachten. Mhm. Ja, und die waren damals natürlich auch bei den Kindern sehr begehrt, aber das war Mangelware. Die gab es also wirklich nur... so 3 oder 4 Tage vor Weihnachten, nicht von September an schon. Und es war üblich, dass eine Familie 2 Stück bekam. Wie sollte ich das machen, Mathis? Wie viele Kinder habe ich? 3. Kannst du mal versuchen, 2 Weihnachtsmänner durch 3 zu teilen, wie das dann aussieht? Ja. Sehr komisch. Ja. Ach ja? Na ja. Einer trägt den Kopf, einer trägt das Bein. Nee, das kann man ja, ja nicht durch. Einer kriegt die Beine, der andere den Kopf und der dritte also, den Oberkopf. Und wie sieht das Ganze dann aus? Wie Schlachtfest. Und das war wirklich schwierig. Ich musste da meinen Ausweis rausnehmen und sagen, ich habe 3 Kinder, ich kann nichts anfangen mit 2. Ja, dann kaufen Sie doch keinen. So. Manchmal habe ich es geschafft, 3 zu bekommen, aber... Das war unglaublich schwierig, also da musste man diskutieren. Oder, Du kannst dir doch einfach einen geben, dann beißen die immer nacheinander ab. Und dann Das hat meine jüngste Tochter Henriette gemacht, die hat alle 3 gegessen, während die anderen sie ihre Geschenke ausgepackt haben, ist sie mit 2 Jahren unter den Tannenbaum gekrochen und hat alle 3 aufgefuttert. Aber das ist vielleicht auch nicht die gerechteste Methode zu teilen. Tja. So, was jetzt so? Wie? Dann. Vielen Dank für das Interview. Noch weiter, und gerne. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, gerne wieder.